Hey, mein Name ist Jan und ich möchte euch mit diesem Video einen kleinen Einblick in die UAB, der University of Alabama at Birmingham, geben. Wir starten in meiner Wohnung, welche ich mir mit einem Mitbewohner teile. Die Wohnung befindet sich in einem Wohnheim direkt auf dem Campus. Alle Wohnheime der UAB befinden sich auf einem Fleck. Hierdurch wird eine besondere Atmosphäre geschaffen und als neuer Student hat man es leicht, sich ein Netzwerk aufzubauen und neue Kontakte zu knüpfen. Gerade befinden wir uns im Zentrum vom Campus. Auf der rechten Seite befindet sich die größte Dining Hall der UAB sowie das Fitnessstudio. Nun betreten wir das Student Hill Center, welches ebenfalls Optionen zum Mittagessen bietet. Des Weiteren ist dies aber auch eine gute Lokalität, um zu studieren oder sich einfach mit Freunden in der Mittagspause zu treffen. Das Gebäude, welches wir nun betreten, ist das Business-Gebäude. Hier höre ich alle meine MBA-Vorlesungen. Das Gebäude ist brandneu und bietet ebenfalls gute Möglichkeiten, um in Ruhe zu studieren. Mit auf dem Campus der UAB befinden sich auch die Trainingsgelände der unzähligen Sportmannschaften. Bei allen Spielen der UAB-Teams hat man als Student freien Eintritt, egal ob Football, Tennis, Volleyball, Baseball, Basketball oder eine der anderen vielen Sportarten. Nun betreten wir eine der beiden Bibliotheken auf dem Campus. Hier wird einem auch die Möglichkeit geboten, Einzelräume oder auch Gruppenräume kostenlos zu reservieren, um in Ruhe zu lernen oder an Projekten in einer Gruppe gemeinsam zu arbeiten. Der Campus der UAB ist direkt in die Innenstadt von Birmingham integriert und erstreckt sich über einen sehr großen Bereich. Es folgt nun ein kleiner Einblick in ein Spiel der UAB Basketballmannschaft. Abschließend gebe ich euch einen kurzen Einblick ins Fitnessstudio der UAB, welches sich direkt auf dem Campus befindet. Hier gibt es ein breites Angebot von Aktivitäten. Neben dem regulären Fitnessstudio gibt es Möglichkeiten zum Klettern, Laufen, Tanzen, Schwimmen und viel mehr.